Allein in der Natur, mitten in der Wildnis. Das, was ich euch erzähle, das ist unglaublich wichtig für euch, dass ihr die nächsten 48 Stunden überlebt. Kein Handy, kein Komfort, kein Plan B. Zu Hause fahre ich wirklich alle Strecken mit Navi. Zwei Teams stellen sich der Herausforderung. Ich habe hier und da schon mal ein paar Schwächen bei ihr erkannt. Zwei Teilnehmerinnen gemeinsam mit ihren Vierbeinern im Wettkampf gegeneinander. Ich habe gerade gar keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt bin. Es fängt an zu regnen. Die Outdoor Challenge. Zwei Hunde, zwei Menschen, ein Ziel. Endlich geht's los. Ein großer Tag für Anni und Sasu. Und für Tine und Jax. Ihre erste Challenge: den höchsten Punkt finden mit Karte und Kompass. Wer weniger Zeit braucht, holt die Punkte. In etwa haben wir die Richtung angepeilt und ja, jetzt gucken wir mal, ob das alles so hinhaut, wie wir uns das überlegt haben. Erstmal Revier markieren. So, jetzt habe ich tatsächlich den richtigen Weg bisher gewählt, den ich gehen wollte. Jetzt sind wir hier an den beiden Sportplätzen vorbeigelaufen. Das heißt, wir sind jetzt genau hier an dieser Kurve. Und weiter geht's. Survival Guide Steffen verfolgt den Live-Standort der Hunde über den GPS-Tracker von Fressnapf. So kann er immer genau sehen, wo sich die Teilnehmerinnen aktuell befinden. Noch liegen sie gut in der Zeit. Also irgendwie stimmt das, was ich sehe, nicht mit der Karte überein. Das ist nicht gut, glaube ich. Der GPS-Tracker registriert alles, auch wenn die Hunde mal vom Weg abkommen. Ich glaube sogar tatsächlich, dass wir schon falsch laufen. Oder wie in diesem Fall, die Hundebesitzerinnen selbst. Normalerweise würde ich jetzt nicht direkt ins Feld reinlaufen, was natürlich für den Bauern nicht so schön ist. Aber hier sind die Treckerspuren und verkürzen unseren Weg jetzt gerade, glaube ich sogar. Und die nutzen wir jetzt einfach mal. Ich würde Jax noch mal was zu trinken geben. Klasse. So, ne? Du musst das nicht aus der Flasche trinken, du sollst aus dem Napf trinken. Ich versuche, die Karte neu einzunorden und unseren Standpunkt zu ermitteln und dann rauszufinden, wo wir lang müssen. Weil der Weg sieht nicht besonders nach einem Weg aus. Also alles, was tot ist, dürfen wir auch bewegen und zerbrechen. Auf jeden Fall ein schöner Weg, gut asphaltiert, gut ausgebaut, top. Wow, der Rucksack ist so schwer. Da ist der Weg zu Ende. Wir wollen auf den höchsten Punkt und ich hätte jetzt die Möglichkeit, links zu gehen, dann würde der asphaltierte Weg aber enden, also zu einer Sackgasse. Oder geradeaus hier den Waldweg rein und der würde genau zum höchsten Punkt führen. So die Theorie. Aua. Ein Weg, juhu. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also so richtig wissen wir noch nicht, wo lang. Ich versuche gleich nochmal auf der Karte unseren Standpunkt ausfindig zu machen. Jax kaut jetzt noch sein Snack und dann geht's weiter. Anni und Sasu erreichen den höchsten Punkt nach 46 Minuten und gewinnen ihre erste Challenge. Und da geht einfach dieser einfache Weg lang. Ich kann nicht mehr. So, und hier müsste jetzt der nächste Hinweis sein. Da ist es. Juhu. Ah.
Auch Tine und Jax kommen endlich an, haben jedoch länger gebraucht als die Konkurrenz. Geschafft! Guck mal, gefunden! Sogar Kekse für dich! Guck mal! Wow! Deinen Sabber kannst du wieder haben. Auf der Wiese vor dir ist der nächste Hinweis versteckt. Eine Duftspur führt zum Ziel. Lass dir den Hinweis innerhalb von 10 Minuten von deinem Hund bringen und hole den nächsten Hinweis heraus. Ich glaube, du hast gerade den Hinweis gegessen, Sasu. Hole den nächsten Hinweis heraus. Ah, hätte ich vielleicht nicht zuerst geben sollen. Dann mal suchen. Sasu, guck mal. Riechen. 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 Und such. Okay, such. Rehe. Super. Jax hat auf jeden Fall die Fährte aufgenommen, aber nicht vom Leckerli, sondern vom Reh. Ja, klasse. Ja, prima. Mitten auf der Wiese. Oh, Jax, möchtest du ein paar Leckerlis haben da draus? Schaue auf deine Karte. Südöstlich deiner Position, westlich des Flusses, ist ein markanter Punkt eingezeichnet. Das Symbol zeigt ein dreieckiges Zelt. Plane und finde den Weg dorthin, mit Karte und Kompass. Errichte dort ein Camp für die Nacht. Yay. Okay, dann versuchen wir das. Wir müssen dahin zum Zelt. Das bedeutet, wir legen den Kompass so an, markanten Punkt suchen. Würde bedeuten, erstmal in die Richtung. Dann kommen wir im besten Fall. Würden wir jetzt ein Stück Querfeld einlaufen und kommen dann auf eine Straße. Okay. Super. Also hier sind scheinbar alles eingezäunt, aber suchen wir mal. Ich habe schon überlegt, den Zaun ein bisschen runterzubiegen, dass Jax rüberhüpfen kann. Die Idee haut mich aber auch nicht so um, muss ich sagen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir da runter müssen auf den Weg, aber ja, Stacheldraht ist, glaube ich, nicht der beste Weg. Das wird aber nix. Hier ganz außen rumlaufen. Oh Gott. Hoffentlich schaffen wir das. Komm mit. Anni und Tine verlieren zunehmend die Orientierung. Ihre Handys könnten die beiden jetzt gut gebrauchen. Doch nur Steffen kann mit Hilfe der GPS-Tracker-App sehen, ob sie Fortschritte machen oder sich immer weiter vom Ziel entfernen. Ich habe gerade gar keine Ahnung, falls das jemanden beruhigt. Also gehen wir erstmal noch ein Stück weiter in die Richtung und hoffen, dass da irgendwann ein Weg kommt. Ja, auch da überall Stacheldraht, also auch da kommen wir nicht weiter und es ist keine Alternative. Ach, Scheiße! Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt bin und wo ich jetzt lang muss. Weißt du, wo lang, Jax? Auch nicht. Sind wir schon zwei. Hallo, Freunde! Darf ich auch auf einem von den Ponys weiterreiten? Zählt das oder ist das nicht regelkonform? Genau da oben standen wir eben zwei oder dreimal und haben überlegt, wie wir hier runterkommen, aber haben uns dagegen entschieden, weil da Stacheldraht war. So einfach hätten wir es haben können. Jetzt hat Jax auch neues Wasser. Brunnenwasser schmeckt eh viel besser als das, was wir dabei haben. Hund happy. Ja, dann gibt's gleich lecker, ne? Uiuiui.
ganzen Tag unterwegs. Also für heute Abend ist wohl Gewitter angesagt, wie man jetzt gerade hört. Wir wissen noch nicht, wie es sich entwickelt. Aber das Einzige, was wir als Notfallplan kennen, ist, dass wir ins Auto von dem Ranger können. Mehr wissen wir nicht. Jax, blöder Regen. Aber wir haben es nicht mehr weit versprochen. Dann baue ich dir ein ganz, ganz, ganz tolles Häuschen, damit du auch keine nassen Pfötchen kriegst. Ja, super. Geil. Bisher ist die Challenge, ich weiß gar nicht, keineswegs so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und viel länger, als ich dachte. Der Tag ist so lang. Und das Größte kommt noch. Wir müssen noch den Unterschlupf bauen. Yay. Ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich bin natürlich weiterhin tapfer und hab Bock, die ganze Outdoor-Challenge durchzuziehen. Aber ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir sind für alles offen und ja, wir lassen uns überraschen, was uns jetzt erwartet. Die Wetterprognose verheißt nichts Gutes. Das Gewitter kommt immer näher. Wir sind immer noch oben auf dem Berg. Das bedeutet, das ist gefährlich. Ich habe richtig Angst vor der Übernachtung. Ich habe in meinem Leben noch nie wirklich draußen allein im Wald geschlafen. Ich bin wirklich sehr an meine Grenzen gekommen. Und hier müsste jetzt der nächste Hinweis sein. Das große Finale. Wer hält bis zum Ende durch?